Okay, Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GTA Vice City Stories. Oh mein Gott, ja, das letzte Mal haben wir die Bootsliste abgehakt. Es hat gar nicht lang gedauert. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir machen weiter mit den Hauptmissionen, da wir jetzt alles soweit erledigt haben, mit Ausnahme der Rampages. Genau, und die kümmere ich mich dann, sobald wir ein bisschen weiter fortgeschritten sind in der Hauptstory. Es fehlt ja auch gar nicht mehr viel, ne? Mal gucken, wie lange der Spaß jetzt noch geht hier. Aber ja, ich will auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen damit weitermachen jetzt. Das haben wir uns verdient. Ja, fahren wir mal dahin. Taxi brauchen wir nicht mehr, denn wir können das hier be... Ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein, das hier wollte ich tun. Hui! Ja. Juhu! Das ist so bescheuert, ne? Aber eigentlich auch ganz cool. Vielleicht kann man da mit Monster Hunter so ein bisschen schießen, dass man die einfach ein bisschen besser schafft. Ich weiß es nicht. Juhu! Also, weil man auch nicht komplett gerade ist, ist es halt auch einfach schon scheiße, ne? Sagen wir mal, wie es ist. Bo-bom. Ach, schön. Ja, ne? Lance Vance auf jeden Fall jetzt mal wieder. Mal gucken, wie schlimm es wird. Ich hoffe nicht sehr schlimm. Weil die letzten Missionen waren ja eigentlich alle mal voll okay. So, Ladescreen. Ich hab dich schon erwartet. So. Lance Vance. Da bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen. Ich bin so froh, wenn das Projekt hier vorbei ist, ne, tatsächlich. Das lachende Auge ist sehr viel größer als das weinende Auge. Das weinende Auge ist eigentlich auch gar nicht vorhanden. Bin ich ganz ehrlich. Ich freue mich sehr auf das Folgeprojekt. Von dem ihr sowieso alle schon wisst, was es wird. Aber naja. What are you doing here? I heard there's gonna be a party, so I brought fireworks. Where's Lance? I love that guy! Yeah! There he is! Mr. Victor Vance, the punk who needs our help. What? You grown any cojones yet, lady boy? Yo, bro! Come here, Vic. What's up, man? Your brother, man. At least one of you has something out here, and a lot down here. Hey, so if you guys are ready, let's do this. Hey, Lance, come here, man. Yo, bro, what's up? What the hell's going on? We're about to get hit by those Mendez guys. Thought we could use some of your buddies to crash the party. What? Help out. What, did I do wrong again? No, 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 man. For once, you did very right. Let's go deal with these pricks. Yeah, let's pop! Hab ja noch Waffen. So, viele und so. And cover as much ground as we can. Let me know if you need any help. Wait up. I'm gonna need some serious artillery for this gig. Hello, Mr. M4. M4 motherfucker. That's right. Let's go. Ich hatte auch mal eine M4. The Mendez is his goons are attacking three of your businesses. Take Lance to defend the first business. Okay, you need to defend all three businesses. Ah, help Lance. Ich kann nicht lesen so schnell. Center, halt, help, Alter. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich darf hier nicht jeden einfach rumfahren. Ja, Lance. Ich nehme die Auto-Variante, ist das okay? Mein Gott, Lance. Weil das so gut ist, was ich hier mache. Ich meine, ein Reifen ist ein Schrott. Ist kein Geheimnis. Ah, dann werde ich, glaube ich. Steig ein! Da hinten ist irgendwie nur einer. Okay. I guess. Bam! Oh ja, ich brauche gleich sowas von ein neues Auto. Ich brauche sowas von ein neues Auto. Dann machen wir es halt so. Find Lance. Ich habe Lance gefunden, tatsächlich.
Hier, nehmen wir den Billowagen hier. Du ist nicht schlimm, dass mein Auto da gerade gestorben ist. Blidiot. Das ist halt Lance, ne? Lance labert halt die ganze Zeit nur Scheiße. Das ist nichts Neues. So, hier kommt einmal schön hier. Badabam! So nämlich. Na komm. Ich sehe zwar nicht so ganz, woher ihr eigentlich spawnt, weil ihr irgendwie auf einmal da seid, aber ist schon okay irgendwie. Ah. Was für ein Trance? Oh, ich hasse es. Anvisieren ist wieder so scheiße. Na komm. Steigst du ein? Hallo? Ich kann nicht einsteigen. Dann halt nicht. Hä? Hä? Ich kann nicht in Autos einsteigen. Was ist das jetzt für ein Bug? Ich habe keine Zeit, Leute. Alter. Dieses Spiel gerade. Lance. Warum so doof? Mein Gott, ey. Ja, ich werde mich so wahrscheinlich verkacken, weil einfach irgendwie hier random Dinge passieren, die einfach nicht passieren sollten eigentlich. Lance, steigen Sie bitte ein. Eigentlich war ja Three Businesses die Rede, ne? Da hoffe ich, dass es jetzt das letzte ist, aber ich gehe nicht davon aus, um ehrlich zu sein. Oh, sorry. Ich wollte nicht meinen Kollegen töten. Hier, ich habe ihn, glaube ich, komplett gekillt gerade. Oh, da haben wir noch einen Kumpel getötet. Mann! Passiert einfach so. Ja, Lance, Schnauze. Ist wahrscheinlich gleich wie eh wieder tot. Ich muss gerade auf so viel achten, ne? Das war eine schöne Antwort gerade, tatsächlich. Alter, wie viele denn noch? Also um mich mache ich mir jetzt wirklich keine Sorgen. Ich werde das schon überstehen. Ich habe dick Leben und dick Weste und dick cool. Und einen Dick habe ich auch. Ich mache mir halt wieder ein bisschen Sorgen um Lance, unseren Kumpel. Oh Gott. Gut, ne? Dann halt so. Ja, ich wollte... Danke. I just received a message from Umberto and Phil. They've been kicking asses just like us. You mean we did it? We won? Yeah, the Mendez brothers can kiss my ass. They thought they could take us down. This ain't over yet. They're finished. We should take the fight to them. And I know just the man to make it happen. Okay. Ha. War etwas stressig, aber okay. Okay, Payday oder eine Nachricht? Payday. Wo bleibt die nächste Mission? Ich würde gerne noch eine schaffen heute. Denn ich habe ja auch sonst nichts mehr zu tun, also. Na, danke. So. Reni, Darling. I need you, Vic. I need you now. More than ever.
come to me, my Nubian Adonis. Oh, direkt 3 Missionen hier. Haben wir Reni schon so drum bettet? Drum bettet, dann gehen wir da jetzt auch mal zuerst hin. Bei dem dürfen nämlich, glaube ich, auch nur noch 2 Missionen fehlen. Wenn ich mich nicht täusche, das wäre doch ganz schön, wenn wir das dann auch bald mal beenden. Warum ich jetzt diesen Bogen fahre, weiß ich auch nicht so genau. Aber ist okay. Wow. Reni. Ich bin gleich da, mein Schatz. Ich will doch nur eine Mission machen. Warum dauert das so lang? Schnellreise wäre was, ne? Na gut, dafür ist die Welt vielleicht nicht ganz groß genug. Ja. Wow, 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 wow. Vice City 2001 steht da unten. Nett. Aber Vice City kam 2002, ne? Mist. 2001 wurde bestimmt schon entwickelt. Ich weiß, dass Vice City nicht mal ein Jahr nach GTA 3 kam. Was irgendwie echt krass ist. So! So long, Schlong. Farewell, faithful friend. The phoenix must burn first before she rises. Such is life. Renny, hey, what's wrong? Darling, he wants me dead. Who? Diego Mendez, that's who. Why? Because I put you in contact with Ricardo Diaz. Said it was disloyal of me. Not as disloyal as him, two-timing me with that tramp. Whoa, wait. You guys were an item? Yes, but I could not deal with him. He talked too much. Beat me, Renny. Spank me, Renny. Blow coke up my ass, Renny. It was too goddamn much. Diego Mendez? Jeez. So now I must go to Dr. Horowitz. He's a genius. Tomorrow, you, Renny. Oh, you're not having another sex change. I only have 3. Oh, please, darling, save me. Ich möchte noch einmal anmerken, dass dieser Charakter wirklich nicht gut gealtert ist. Diego's men will be here any second. I just know it. I'll hold them up. You'll have to find your own way to the hospital. Find my own way? But darling, I always have. Okay. Don't let Mendez goons search the film lot in his Cavarini. Oh, okay. I guess. Wahrscheinlich schon gleich verkackt, weil. Die schon direkt hier drin sind. Komische Mission. Wieder einfach Stand. Weird Champ Mission. Egal. Hier soll's recht sein. Ich hoffe nicht. Die stehen da halt irgendwann. Ich hab ein bisschen Angst, dass da jetzt irgendwas passiert, wenn er da jetzt so zu lange steht. Bei der quasi jetzt nachguckt, wisst ihr? Uiuiui, jetzt gibt's aufs Maul hier. Hey, dead man. Hey, 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 hey. You are now about to die. Ich hab ihn doch noch erwischt, schön. Oh. Hilft gerade nicht. Ah! This is not a rehearsal. Echt eine weirde Mission. Your biggest mistake? Being born. Say hello. Payday? Nee. Reni. They found me. Help me, darling. Nee, irgendwas in dem Malibu. Okay. Oh oh.
Ah, Mann, ey, jetzt habe ich kein Auto. Hier, du bist ein gutes Auto. Bleib stehen. Ja, fahr mich tot. Hervorragende Idee. Well, mach hin, wir haben keine Zeit. Wie bin ich jetzt hier in dem scheiß Bogen? Oh Mann, ey. Kann man noch ungünstiger fahren als ich gerade? Wo müssen wir hin? Ja, okay, das ist nicht so weit. Ups. Wobei ich ihn da wahrscheinlich auch noch verteidigen muss, ne? Also auch gute treibende Musik gerade. Okay. I guess. Wo denn jetzt? Oh Gott, ich hab Angst. Ich mach ein Safe State. Habt ihr nicht gesehen? So. Kann man das hier irgendwie sehen? Ich hab nicht mehr richtig geguckt. Okay, da hinten. You're gonna die, you freak of nature. Freak? I'm an artist. I'm sensitive. And I'm going to kill all of you fucking filthy fuckers. Vic, save me. Okay. Nachladen macht keinen Spaß. This gun makes me feel so masculine. Make love to me, Vic. Let's just get to the hospital. Then you will make love to me, no? No. No. Hey, wenn ich den Comet gerade nehmen können, das wäre ein bisschen, oh Gott. Bestimmt wollen mich ein paar Leute aufhalten auf halbem Wege. All this macho bullshit. I'll be glad when I'm a woman. Ja, sag ich doch. Keep your head down. Your lap, fahr! Scheiße. Okay, aber schön, dass er aber ballert oder sie, wie auch immer. They. Brrr. Oh Gott, oh Gott! Ich bleibe jetzt einfach mal lange auf der Strecke, wie geht. Oh, der brennt. Ja. Gut wieder dazu. Mann, ich liebe es, wenn einfach mein Wagen brennt. Ey, wirklich, ne, GTA kann so Mission wirklich von einer Sekunde auf der anderen wirklich eine 180-Grad-Wende nehmen und es ist einfach vorbei. Da bin ich froh, dass ich gerade Safe States nutze. Einfach um mir diese zusätzliche Arbeit zu ersparen. Warte mal kurz so. Schon mal. Hey! Wie sieht an? Na, schon mal. Nachladen! Ja, 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 bla bla bla. Let's fucking go. Ah, lass mich durch. Ach, ja gut. All this macho bullshit. I'll be glad when I'm a woman. Keep your head down. In your lap, darling. Oh, natürlich direkt einen Reifen zerschossen. Mein Auto qualmt auch schon wie scheiße. Geil. Hat er richtig lang gehalten. Boah, Junge. Boah, Junge. Oh. Das meine ich halt, das ist halt total dumm jetzt. Ich kann nichts mehr tun jetzt. Weil ich einfach Pech hatte. Ich hatte einfach Pech. Ich finde super, dass er aussteigt und wieder einsteigt. Ich hatte jetzt einfach Pech. Nicht speichern, um Gottes Willen. Ich hatte jetzt einfach Pech. Dass halt der direkt meinen Reifen zerschossen hat. Und ich dadurch so langsam war, dass der mich direkt eingeholt hat und mich zugeballert hat. Ey, ist doch wieder, eine Käsemission hier, ey. Mann, ey, muss das denn sein? Oh. Das nervt ja. Aus dem Weg! Cool! Oh, Digga, komm, mach was!
Ich hänge jetzt gerade so bestialisch hier fest, Alter. So. Fahr weiter auf der anderen Seite raus. Kann ich. Ah, warte mal, wenn ich hier lang fahre, ist es eh viel klüger, merke ich gerade. Ja, noch hier werden die Penner irgendwann rankommen. Be glad when I'm a woman. Keep your head down. In your lap, darling? On second thoughts, keep shooting. Fahr. Hä? Wieso ist er gerade stehen geblieben? So, ganz kurz. Jo, direkt zwei. Bloody shit! Fuck! Ich kann den Blip schon sehen. Mein Auto ist fast Schrott. Komm! Ja. Hä? All that shooting. I'm so turned on. Dr. Horowitz is going to need a chainsaw to cut through this wood. Man, I do not want to know. Okay. Wir haben erfolgreich eine geschlechtsangleichende Operation ermöglicht. Ist doch schön. Gut, Leute. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ja, wir haben zwei Missionen geschafft. Ist doch herrlich. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit Lance oder mit Diaz. Müssen wir uns nochmal überlegen, wo ich jetzt das nächste Mal weitermache. Ja, aber das ist Thema fürs nächste Mal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.